Eine Orgel. Mal ganz langsam erstmal hier gucken. Oh, EAD, ja. Spielt aber keinen Ton. Ist. Ha. B. E ist doch hier. F ist das. E, F, F, F. Also E wäre das. Müssen wir nochmal auf die Tastatur gucken, wie die war. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatoren einerseits zwar mit dir sprechen, andererseits aber niemals antworten. Tja, tut mir leid. Guck mal, Harvey, ein Kassettendeck. Oh nein, und jetzt habe ich das Mixtape nicht dabei. Du hast Oh mir ein je. Mixtape gemacht? Das ist so süß, Kumpel. Ja, aber jetzt wird es für immer im Mixer verschimmeln. Mich hat schon immer gestanden. Das ist kein Walkman. Oh, schön. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Das war mal kurz. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Der Song ist tatsächlich noch viel länger und ist tatsächlich ziemlich schön. Das gibt es, glaube ich, irgendwo auf YouTube zu hören. Das war mal suchen. Edna bricht aus, Radiomusik. Radio-Soundtrack. Mal suchen. Plan B. Stühle. Was meinst du, ob ich mich kurz mal ausruhe? Bald, Edna, bald. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Platz. Geht doch. Ach nein. Wenn ich irgendetwas sehe, das ich zusatzbestuhlen möchte, dann weiß ich ja jetzt, wo ich die Stühle finde. Der gehört noch. Ah, endlich mal ein Stuhl, den wir sitzen Das sind können. schlecht. Ich kann mir ein. Können wir den hier bekritzeln? Der Tonabnehmer sieht ein wenig matt aus. Wie Platsch. Ach so. Hat natürlich Ketchup und Kopfhörer sollten wir mal Na wieder gut, ich mitnehmen. nehme ihn wieder mit, aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Allzu weit reicht das Kabel allerdings nicht. Aha. Hört mal. Dr. Marcel was here. X, X, X. Vielleicht klingt der Song mit ein paar Ecken besser. Naja, schlechter ist es nun auch nicht unbedingt. Ist ja fantastisch.
das kriegt man zu hören, wenn man mit Zickzackschere mit dem Kassettendeck verwendet. Das ist großartig, was wir hier entdecken. Weiter reicht das Kabel vom Kopfhörer nicht. Ich leg ihn lieber erst zurück. Ich habe das Gefühl, dass der Kopfhörer mit was anderem. Jetzt kann's weitergehen. Brauchen die Kopfhörer mit was anderem. Nichts drin, außer einer Luftsäule. Was tust du da, Harvey? Ich demonstriere, dass ich nicht einmal die Klappe halten kann. Aufs Eindrucksvollste. Großartig. Es ist groß und es ist artig. Was? Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Na toll. Der Schlüsselmeister hat den Pastor hängt. Da ist nichts mehr zu retten. Da ist nichts mehr... Das wollte ich. Wir reden gleich mit ihm. Mit bloßen Händen? Das hat mir mein Chiropraktiker verboten. Dengel. Made in Kruppstadt. Auf J7 Minor gestimmt. Aha. Was hältst du von dieser Glocke, Harvey? Meine Glocken sind größer. Harvey, benimm dich. Bitte was? Was denn? Ich bin ein Ostertier. Ich liebe Glocken. Harvey hat Glocken. Wir läuten mal ein bisschen, machen auf mich uns aufmerksam. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Wie er baumelt, oh nein. Help. Daran beißt sich meine... Dr. Marcel was here. Das ist kein... In die Ferne gucken. Ich kann in der Ferne die Anstalt sehen. Und da ist die Straßensperre. Und da... Ist das etwa der Alumann auf der Aussichtsplattform? Oha. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Tja, der Alumann ist jetzt ein Lichtwesen. Wirklich. Hilfe! Ich sitze hier mit einem Irren fest! Gut, dass ich Kopfhörer drin habe. Warum in die Ferne greifen, wenn das Gute liegt so nah? Ich bin noch nicht so verzweifelt, dass ich springen muss. Können wir vielleicht das Antioxidationsmittel mit der Ferne benutzen? Das schmeiße ich lieber nicht weg. Es hat mir gute Dienste geleistet. Was? Das haben wir doch gerade erst bekommen. Hast recht. Und weg ist es. Den schmeiße ich lieber nicht. Er hat mir gute Dienste. Die Ferne lässt sich nicht bekritzeln. Darum verreise ich so ungern. Können wir den Mond bekritzeln? Lieber nicht. Das würde alle Mondsüchtigen deprimieren. Selbst wenn ich das könnte, würde ich es nicht tun. Dr. Marcells Name auf... Okay, ich glaube, das hatten wir schon mal. Wir sollten mal wieder runter. Aber vorher sollten wir nochmal die Glocke läuten. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Genau. Und der Baum wird. Mach ja keine Dummheiten. Was soll ich machen? Ihn aus meinem Gedächtnis streichen? Ein paar Topflappen. Ich muss vorsichtig mit ihm umgehen, aber Topflappen sind albern. Was soll ich machen? Ihm den
Sein Werk... Sag das nicht! Sein Werk trägt meine Handschrift. Sag das nicht! Was soll ich machen? Ihm den Pony schneiden, damit er mal wieder klar sieht? Sein Werk trägt meine Hand. Sag das! Diese Suppe habe ich mir vielleicht wirklich selbst eingebrockt. So darfst du nicht denken, Edna. Du kannst nichts dafür, dass bei ihm der Sicherungskasten unter Wasser steht. Ich habe ihn freigelassen, Harvey. Und dabei wusste ich doch, dass er verrückt ist. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob das alles so gut ist, was ich hier mache. Ich habe noch immer den Generalschlüssel. Behalt ihn als Andenken. Ich will keine Schlüssel mehr sehen. Krieg ich dann den Schlüssel für die Kirche? Nein. Du bleibst hier drinnen zusammen mit mir. Mach ja keine dumme... Ich hatte ja keine Ahnung. Was meint Harvey dazu? Was denkst du, Harvey? Habe ich die Schuld, weil ich ihn rausgelassen habe? Hör nicht auf ihn. Er ist vollkommen gestört. Das ist doch der Richtige. Was denkst du, Harvey? So darfst du nicht denken, Edna. Du wolltest nur das Beste für alle. So, na dann. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Okay, ich denke, wir müssen es laut machen. Und jetzt brauchen wir die Kopfhörer. Na gut, ich nehme ihn, aber ich lasse das. Allzu weit reicht das. Weiter reicht das Kabel vom... Ich leg ihn... Das ist schlecht. Jetzt kann's weitergehen. Ich nehme mal das Kopfhörer wieder da raus. Na gut, ich nehme... Aber ich lasse das... Allzu weit... Stopp sie doch das Ende mal aus. Dann können wir das hier... Und brauchen wir doch jetzt das... Oh, okay. Was auch immer das bringen soll. Okay, ich versuche auf jeden Fall erstmal. Können wir mal die Reihenfolge hier spielen? Vielleicht bringt das hier irgendwas. E, A, D, G, B habe ich mir aufgeschrieben. So, das E. F. Müsste das das A sein? G ist das. Verdammt. D. B müsste dann C, D. F und G B genau so. Und das bringt das irgendwie nichts. Okay. Guck nochmal hier nach. Können wir den Verstärker mitnehmen? Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. Hurra. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist hier auch besser. Ich habe zwar ein Foto davon, aber ich zeige es nochmal hier. Weil wir müssen ja...
Hier, das hier, das muss ja mit der Gitarre im Einklang klingen. Das heißt, versuchen wir es jetzt nochmal mit Gitarre. Okay, wie war das eh? Ich versuche es mal ohne Klaviaturenliste zu spielen. E, F, G, A, war hier. War D hier. C, D, E, F, G, A, B. G war F, G. Warum funktioniert das nicht? Gucken wir nochmal hier, wie war der andere? Könnte auch auf dem Bild nachgucken, aber was so ist. I, G, A, B, D. Das hat man eigentlich so in diese Richtung. I, G, A, B, D könnte man mal versuchen. Die Tastatur auf der Seite der Gitarre haben wir die Noten hier. Haben wir zuerst das. Ach, haben wir vielleicht das falsche D? Ist auch das D. Okay. Dann versuchen wir es nochmal mit. E, G, A, B, D. D. Mit G. Ist aber H. Okay, da passiert nichts. Nach den Noten oben. E, A, D, B, G. Das Ding nehmen. Nö, absolut nicht. Könnten wir noch das da unten ausprobieren. Das ist zuerst D. Dann als zweites. Und jetzt erstes B, verdammt.
Und B ist hier irgendwo auf dieser Tastatur. Und B ist das hier. B zuerst. Dann D. Dann mal E. Musikalisch heute hier. I. Ja. Und dann die. Das bringt auch absolut nichts. Dann haben wir das Ding hier angestöpselt. Ich schlepp den keinen. Der hat Orden. Der hat Orden. Rock'n'Roll, Baby. Okay, jetzt müsste ich mal zur Komplettlösung greifen. Und die Orgel hat hier keinen Steckplatz oder wie. Wo das hätten anstecken müssen. Okay, meine Notizen bringe ich hier nicht weiter. Ich weiß noch aus dem letzten wo wir das gespielt haben, dass wir den irgendwie so in die Kopfhörer aufsetzen mussten und dann mit den Kopfhörern hat er dann alles gehört irgendwie und das ist ein Weilchen her, dass ich das gespielt habe. Wenn man nicht mehr weiterkommt. Das haben wir gemacht. Okay, das haben wir natürlich noch nicht versucht. Ah, der tiefste Ton, das ist dieser, die Pfeife wird gespielt, dann wird das hoch, ja. Ah, okay. Jetzt haben wir hier die Kopfhörer. Jetzt versuchen wir mal Folgendes. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Ich glaube immer noch nicht, was du... Glaub's ruhig. Aber bitte, ich muss nach... Investment-Kopfhörer. Okay, die können wir ihm nicht geben. Okay, jetzt können wir vielleicht mal die Kombination nachspielen. Da haben wir uns Folgendes notiert. I-A-D-G-B. D-B-G. Das haben wir eigentlich fast schon drin. Wie war das hier? Ah, jetzt funktioniert es endlich.
klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Die Saiten der Gitarre schwingen in Harmonie mit der Orgel! Mhm. Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Hurra! Das ist doch die Stimme des Schlüsselmeisters! So, wär's damit... Ja. Scheint richtig zu sein.